Morgen, Prinzessin. Cleo? Was? Warst du etwa die ganze Nacht auf und hast gelernt? Wäre möglich. Bist du wirklich fit für die Prüfung? Dad, hör zu, es geht um Leben oder Tod. Natürlich bin ich fit. Ist das Rührei? Tja, ich dachte, du brauchst heute einen guten Start. Sollte eigentlich ein Frühstück im Bett werden. Und? Sprich doch nichts dagegen. Bitte sehr. Bon Appetito. Das ist Französisch. Nein, ist es nicht. Alpha-Teilchen werden bei radioaktivem Zerfall ausgesandt. Alpha-Teilchen setzen sich aus 2 Protonen und 2 Neutronen zusammen, die beim Zerfall des Kerns frei werden. 2 Protonen, 2 Neutronen. Klar. Bella? Wieso rufst du an? Du solltest büffeln. Du warst gerade schwimmen? Ich sitze hier und versuche zu kapieren, was Alpha-Teilchen sind und du gehst schwimmen? Toll. Ricky ist bei dir klar. Hör zu, ihr beide solltet jetzt wirklich lernen. Ganz besonders Ricky. Es ist egal, ob es euch entspannt. Was bringt es bei der Prüfung, entspannt zu sein, wenn man keine Antwort kennt? Hör zu, ich will, dass ihr beide nachher zu Will zum Lernen kommt, okay? Ciao. Hast du mich nicht gehört? Sorry. Ich bin absolut sicher, Sie fragen uns über Signalmoleküle und Signaltransduktion. Oh, ja. Auf jeden Fall. Bist du das nochmal durchgegangen? Oh, und der DNA-Code von Aminosäuren. Ich bin total sicher, dass Sie uns danach fragen. Hast du das auch wiederholt? Das werde ich noch. Die Prüfung ist ja erst um 2. Du machst das erst heute? Es gibt viel wichtigere Dinge. Heute ist Vollmond, Cleo. Hi, Leute. Und, seid ihr bereit für den Endspurt? Ja. Nein, ich finde, wir sollten an der Prüfung gar nicht teilnehmen. Was? Hallo? Ja, Zane, ich weiß, dass Vollmond ist. Nein, ich brauche keine Hilfe. Danke, ciao. Ricky, in Wahrheit hast du doch gelernt für die Prüfung. Das war gerade eben nur ein Scherz, oder? Gut. Danke. Was gibt's? Nichts. Ricky? Was ist passiert? Gar nichts. Du solltest sie einfach vergessen. Ja, du hast recht. Womöglich können wir ja heute Abend was zusammen machen. Ja, womöglich. Ich frag mich, was auf Mako los ist. Auf jeden Fall irgendwas Merkwürdiges. Einige von uns versuchen hier zu lernen. Ich meine, die Geschichte des molekularen Bla, Bla, Blas ist super öd. Aber die Geschichte von Mako, das wäre doch mal eine interessante. Geschichte der Meerjungfrauen? Ich weiß, was du meinst. Wo sind Meerjungfrauen hergekommen? Ja. Okay, das reicht. Wollen wir jetzt hier lernen oder schlagen wir nur die Zeit tot? Glaubst du echt, wir brauchen irgendwas davon? Ricky, ich meine, im richtigen Leben? Ich habe keine Lust auf sowas. Ich habe den Zeitplan für heute minutengenau festgelegt. Wirklich? Ja. Wir haben 2 Stunden und 20 Minuten Zeit zum Lernen hier, dann machen wir uns auf den Weg. Die Prüfung dauert 90 Minuten. Davon gehen 15 Minuten ab fürs Lesen. Ich sage euch jetzt eins, ich werde heute mein maximales Potenzial bei der Prüfung ausschöpfen. Verstanden? Gut. Tja. Also dann?
Also Leute, ich will euch ja wirklich nicht unter Druck setzen, aber diese Prüfung könnte den Rest unseres Lebens beeinflussen. Oh, toll, sowas wollte ich hören. Tja, der Vollmond geht heute um 15.40 Uhr auf. Das ist 5 Minuten vor Ende der Prüfung. Also müssen wir alle 5 Minuten früher gehen, okay? Okay. Cleo? 5 Minuten früher? Wir haben 5 Minuten weniger als alle anderen? Na und? Du hast doch gelernt. Nein! Ich habe alles geplant auf die Minute. Ich spiele die Prüfung seit Wochen durch. Wo ist das Problem? Es sind 5 Minuten. Denkt bitte daran, eure Namen und eure Schülernummer in die dafür vorgesehenen Felder zu schreiben. 85, nicht 90. 85. Keine 90. Mobiltelefone oder irgendwelche anderen elektronischen Geräte. 85. Und nicht sprechen. Die Multiple-Choice-Fragen sind mit einem Bleistift anzukreuzen. Ihr habt 15 Minuten zum Durchlesen. Ihr dürft eure Blätter umdrehen. Und zwar genau jetzt. Nicht sprechen. Danke. Weiter. Jemand hat die Rasensprenger aufgedreht. Auch wenn ich da draußen niemand sehen kann. Was sollen wir jetzt tun? Psst. Los, mach weiter. Ich sehe mir das mal an. Yeah.
Na schön. Will, was in aller Welt tust du da? Tut mir leid, er war undicht. Ach so. Also, alle verlassen den Raum. Was ist denn mit der Prüfung? Die Prüfung wird abgebrochen. Geht alle nach draußen. Lasst eure Sachen liegen und geht geordnet nach draußen. Vorsicht, vom Gebäude steht Wasser. Wir nehmen die Hintertür. Du hattest doch gesagt, der Vollmond geht erst. Das musst du mir nicht sagen, Cleo. Das habe ich nicht vergessen. Bist du sicher? Ich bin ziemlich sicher. Naja, halbwegs. Ich wollte die Prüfung ja ausfallen lassen. Ich weiß. Langsam glaube ich, du hattest damit recht. Also gesetzt den Fall, das Wasser wollte uns etwas sagen. Wie sollen wir das jetzt erfahren? Ganz simpel. Wir tauchen nach Meiko und lassen uns einfangen. Was? Kommt schon. Wir sollten ihm trauen. Wir können dem Wasser nicht immer ausweichen. Wir müssen uns ihm stellen. Okay. Meinetwegen. Es wird sicher noch schlimmer, wenn der Mond da ist. Und was machen wir dann? Keine Ahnung. Also, worauf hast du Lust heute Abend? Ich weiß nicht. Wollen wir was essen oder wollen wir ins Kino? Es wäre eine gute Gelegenheit, hier mal rauszukommen und zwar zusammen. Ja. An welche Zeit hast du gedacht? Ich dachte direkt, nachdem wir geschlossen haben. Hältst du hier die Stellung für mich? Ich habe vorher nämlich noch was zu erledigen. Okay. Vorsicht! Oh. Es geht los. Wisst ihr was? Ich bin ziemlich nervös, ganz ehrlich. Sollen wir jetzt irgendwas machen? Hallo? Du hättest mich anrufen können, statt mich hier schwitzen zu lassen. Ich dachte, es irritiert dich vielleicht, wenn ich anrufe. Was willst du? Ist Ricky hier? Nein. Ich muss sie sprechen, und zwar ganz dringend. Ich will wissen, ob sie okay ist. Wie gesagt, sie ist nicht hier. Tja, weißt du, wo sie ist? Sieht so aus. Hör zu, ich weiß, wir verstehen uns nicht so gut, aber... Das kann man wohl laut sagen. Ich muss sie wirklich finden. Ich denke nur, sie will nicht, dass du sie findest. Nicht zurückweichen. Was sollen wir jetzt bitte? Shh. Oder?
Können's losgehen? Die Mädchen waren doch nicht so dumm, nach Mako Island zu schwimmen, oder? Die sind nicht dumm. Ja, das weiß ich. Nur als Ricky das letzte Mal da draußen war bei Vollmond, war das zu viel für sie. Also ist sie jetzt da draußen. Gut, ich fahr nach Mako. Das kannst du nicht tun. Doch, das kann ich. Und was jetzt? Lang. Ich weiß, wo es lang geht. Ricky! Alles in Ordnung? Was macht ihr denn hier? Wir dachten, ihr braucht vielleicht Hilfe. Wie kommst du darauf, dass wir Hilfe brauchen? Da war doch so ein Licht. Stimmt's? Ricky? Lass uns einfach in Ruhe, bitte. Ich hab's nur gut gemeint, echt. Dieser seltsame Feuerball, das war ein Komet, oder? Denkst du, er war hier? Du meinst direkt hier? Ich denke, das wollte er uns sagen. Du meinst, dass sowas passiert oder dass es passiert ist? Womöglich wollte er uns ja zeigen, wie Mako Island entstanden ist. Vor Millionen von Jahren, es war wie eine Geschichtsstunde, unsere Geschichte. Dann ist der Mondsee womöglich durch einen Kometen entstanden. Was heißt hier womöglich? Das ist doch klar. Ganz Mako Island ist entstanden durch einen Kometeneinschlag. Nein, das denke ich nicht. Ich hatte das Gefühl, dass er uns noch mehr sagen wollte, dass Will und Zane ihn unterbrochen haben. Ich denke, er war noch nicht fertig. Wäre möglich. Aber wieso zeigt er uns überhaupt was? Bist du wach, Cleo? So gut wie. Du lernst gar nicht? Dad, ich kann nicht 24 Stunden am Tag lernen. Außerdem bin ich gut vorbereitet. Hab dich gestern Abend gar nicht kommen hören. Hier, bitte sehr. Danke. Entschuldigt bitte nochmal die Panne mit den Rasensprengern gestern. Wir versuchen, die Schuldigen zu ermitteln. Aber ich möchte, dass ihr jetzt nicht mehr daran denkt. Tja, vergesst nicht, eure Namen und eure Schülernummer in die dafür vorgesehenen Felder zu schreiben. Keine Mobiltelefone oder irgendwelche anderen elektronischen Geräte. Danke. Und die Zeit läuft ab. Jetzt.
war einfacher, als ich erwartet hatte. Ich musste bei keiner Frage länger überlegen. Musste ich auch nicht. Ich glaube, ich war auch ganz gut. Ihr seid ja zuversichtlich. Du nicht? Volle Kanne. Seid ihr noch sauer auf mich, also wegen gestern? Nein, du wolltest uns doch bloß helfen. Leute, wegen gestern Abend, was hat das alles zu bedeuten? Jetzt wissen wir, wie der Mondsee entstanden ist, stimmt's? Ich würde sagen, wir vermuten es zu wissen, oder, Leute? Aber eins wissen wir definitiv, du hattest recht, der Tentakel ist bestimmt nicht unser Feind. Wir müssen echt keine Angst vor ihm haben. Prinzessin! Cleo? Was? Warst du etwa die ganze Nacht auf und hast gelernt? Wäre möglich. Bist du wirklich fit für die Prüfung? Dad, hör zu, es geht um Leben oder Tod. Natürlich bin ich fit. Ist das Rührei? Tja, ich dachte, du brauchst heute einen guten Start. Sollte eigentlich ein Frühstück im Bett werden. Und? Sprich doch nichts dagegen. Bitte sehr. Buon appetito. Das ist Französisch. Nein, ist es nicht. Alpha-Teilchen werden bei radioaktivem Zerfall ausgesandt. Alpha-Teilchen setzen sich aus 2 Protonen und 2 Neutronen zusammen, die beim Zerfall des Kerns frei werden. 2 Protonen, 2 Neutronen. Klar. Bella? Wieso rufst du an? Du solltest büffeln. Du warst gerade schwimmen? Ich sitze hier und versuche zu kapieren, was Alpha-Teilchen sind und du gehst schwimmen? Toll. Ricky ist bei dir, klar. Hör zu, ihr beide solltet jetzt wirklich lernen. Ganz besonders Ricky. Es ist egal, ob es euch entspannt. Was bringt's bei der Prüfung, entspannt zu sein, wenn man keine Antwort kennt? Hör zu, ich will, dass ihr beide nachher zu Will zum Lernen kommt, okay? Ciao. Hast du mich nicht gehört? Sorry. Ich bin absolut sicher, Sie fragen uns über Signalmoleküle und Signaltransduktion. Oh, ja. Auf jeden Fall. Bist du das nochmal durchgegangen? Oh, und der DNA-Code von Aminosäuren. Ich bin total sicher, dass Sie uns danach fragen. Hast du das auch wiederholt? Das werde ich noch. Die Prüfung ist ja erst um 2. Du machst das erst heute? Es gibt viel wichtigere Dinge. Heute ist Vollmond, Cleo.
Hi, Leute. Und, seid ihr bereit für den Endspurt? Ja. Nein, ich finde, wir sollten an der Prüfung gar nicht teilnehmen. Was? Hallo? Ja. Ja, Zane, ich weiß, dass Vollmond ist. Nein, ich brauche keine Hilfe. Danke, ciao. Ricky? In Wahrheit hast du doch gelernt für die Prüfung. Das war gerade eben nur ein Scherz, oder? Gut. Danke. Was gibt's? Nichts. Ricky? Was ist passiert? Gar nichts. Du solltest sie einfach vergessen. Ja, du hast recht. Womöglich können wir ja heute Abend was zusammen machen. Ja, womöglich. Ich frag mich, was auf Mako los ist. Auf jeden Fall irgendwas Merkwürdiges. Einige von uns versuchen hier zu lernen. Ich meine, die Geschichte des molekularen Bla, Bla, Blas ist super öd. Aber die Geschichte von Mako, das wäre doch mal eine interessante... Geschichte der Meerjungfrauen? Ich weiß, was du meinst. Wo sind Meerjungfrauen hergekommen? Ja. Okay, das reicht. Wollen wir jetzt hier lernen oder schlagen wir nur die Zeit tot? Glaubst du echt, wir brauchen irgendwas davon? Ich Ricky, meine, im richtigen Leben? Ich habe keine Lust auf sowas. Ich habe den Zeitplan für heute minutengenau festgelegt. Wirklich? Ja. Wir haben 2 Stunden und 20 Minuten Zeit zum Lernen hier, dann machen wir uns auf den Weg. Die Prüfung dauert 90 Minuten. Davon gehen 15 Minuten ab fürs Lesen. Ich sage euch jetzt eins, ich werde heute mein maximales Potenzial bei der Prüfung ausschöpfen. Verstanden? Gut. Tja, also dann? Also Leute, ich will euch ja wirklich nicht unter Druck setzen, aber diese Prüfung könnte den Rest unseres Lebens beeinflussen. Oh toll, sowas wollte ich hören. Tja, der Vollmond geht heute um 15.40 Uhr auf. Das ist 5 Minuten vor Ende der Prüfung. Also müssen wir alle 5 Minuten früher gehen, okay? Okay. Cleo? 5 Minuten früher? Wir haben 5 Minuten weniger als alle anderen? Na und? Du hast doch gelernt. Nein! Ich habe alles geplant auf die Minute. Ich spiele die Prüfung seit Wochen durch. Wo ist das Problem? Es sind 5 Minuten.